wird bei uns wahrscheinlich so gar nicht gehen, weil wir ja keine einzelnen, wir haben ja nicht im ganzen Ruhrgebiet ein Stadtzentrum, sondern wir haben ja das so ein bisschen dezentral verteilt. Dann kannst du die Zonen zumindest nicht so ringförmig um die innere Zone aufbauen, wie man das London machen konnte. Aber trotzdem ist natürlich denkbar, da so ein System einzuführen, was mit Zonen arbeitet und man dann für das Durchfahren verschiedener Zonen bezahlt. Was man ja im Moment auch schon grob macht, aber halt nicht so schön ausgereift wie in London. Das ist halt so die Sache. Oder denkbar ist auch, dass man irgendwie einen Centbetrag, das sind jetzt so Ideen, die mir gerade spontan kommen, zwischen zwei Stationen hat. Also, dass man irgendwie so sagt, okay, für die Fahrt von einer Station zur nächsten zahlst du 5 Cent. Ich weiß nicht, ob 5 Cent realistisch ist. Und dann zahlst du halt, wenn du 3 Stationen fährst, zahlst du 15 Cent. Und wenn du. Ja, vielleicht sind auch 10 Cent, dann zahlst du halt 30 Cent oder so. Und wenn du 30 Stationen fährst, zahlst du dann halt 3 Euro. Kommst du im Schnitt wahrscheinlich immer noch besser weg als mit dem, was du bisher hast. Weil im Moment kostet eine Kurzstrecke ja 1,60, 1,70. Da fährst du halt genau 3 Haltestellen weiter. Die wird dann halt auf 30 Cent runtergehen. Und für 30 Cent würde ich mir dann zweimal überlegen, ob ich mit dem Auto die 3 Stationen fahre. Zum Beispiel von mir zu Hause bis zur U-Bahn würde ich mir dann dreimal überlegen, ob ich, wenn ich jetzt kein Ticket hätte durch die Uni, das mit dem Auto fahren würde, oder ob ich sagen würde, ach komm, für die 30 Cent fahre ich mit dem Bus dahin. Lohnt sich mehr als mit dem Auto und dann noch Parkplatz suchen und so weiter, ne? Was sich da vor allem wieder lohnen muss, ist halt mit Bus und Bahn in die Innenstadt zu fahren. Denn, okay, ich zahle vielleicht 4 Euro im Parkhaus, wenn ich 2 Stunden in der Stadt bin. Aber ich zahle, wenn ich mit dem Bus in die Stadt fahre und wieder zurück, das sind zweimal Einzelticket, zahle ich 5,40 €. Da fahre ich doch lieber mit dem Auto. Zumal ich nicht unbedingt wirklich 4 Euro zahle, je nachdem, wie lange ich in der Stadt bin. Warum sollte ich denn dann auf mein Auto verzichten, wenn ich da günstiger wegkomme, als wenn ich mit Bus und Bahn in die Innenstadt fahre? Oder zum Beispiel in Bochum zum Ruhrpark, wo du gar keine Parkgebühr zahlst. Wenn ich da mit Bus und Bahn günstiger hinkomme als mit dem Auto, dann würde das doch schon einiges verändern. Ich weiß, Ruhrpark ist gemein, weil kostenlos parken gegenüber. Also du hast dann die Spritkosten, die wahrscheinlich auf der Strecke vielleicht bei, je nachdem wo du herkommst, 2, 3 Euro liegen. Gegenüber, sagen wir 5,40 € oder wenn du vielleicht mit 2 Personen fährst, dann zahlst du 10 Euro. Wenn ich mit zu zweit in den Ruhrpark fahre, zahle ich 10 Euro und für ein Viererticket oder ich zahle 3 Euro Spritkosten. Wenn ich mit 4 Personen fahre, zahle ich 20 Euro und für 2 Vierertickets oder ich zahle 3 Euro Spritkosten. So muss man das halt rechnen. Da sind dann halt so Sachen, wo sich Bus und Bahn einfach nicht lohnt. Für so Gelegenheitsfahrer.
Leute, die gelegentlich mal in die Stadt müssen, lohnt es sich nicht, eine Monatskarte zu kaufen, schon mal gar nicht. Und mit Bus und Bahn so für Einzelfahrkarten in die Stadt zu fahren, eigentlich auch nicht. Danke, Omsi, dass du hier gerade in der Kurve hängst. Ja, Omsi denkt sich das immer in Kurven aus. Ja, und das führt dann halt auch immer weiter. Ich könnte Ewigkeiten darüber reden, wo bei uns der Personennahverkehr so seine Zahlprobleme hat. Und ja. Kann man nichts machen. Ich meine, die Projekte, die im Moment dahingehend unterstützt werden, die ich am Anfang der Folge oder vielleicht auch in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt schneide, das wird sich hinterher rausstellen, ich werde den Cut in der Mitte setzen, erwähnt habe, die lohnen sich ja schon, aber die müssen dann halt auch irgendwann flächendeckend eingesetzt werden, damit sich die auch für alle lohnen und damit solche Anomalien, wo es mit dem Haus einfach deutlich günstiger ist, wegfahren. So, jetzt gucke ich mal, welche Haltestelle ich als nächstes bin. Nächste Haltestelle. Das geht ja sogar noch. So. Jemand raus? Guck mal schnell weg. Wir sind auch bei Gelbpulver gefahren. Ich finde, das geht. Hier finde ich auch schön bei der Linie, dass die in die andere Richtung hier so ein bisschen woanders lang fährt und auch ein bisschen durch engere Straßen fährt. Aber der Weg hier ist auch nicht schlecht. Der ist auch schön gemacht. Doch hier muss man ein bisschen auf Gegenverkehr achten. Sowas mag ich ja. Nicht immer so große, breite Stadtstraßen. Sagen wir mal, enge Dorfstraßen. Warum blinkt der links? Hier schon. Wahrscheinlich werde ich oben links abbiegen. Ne? Nächste Haltestelle. Rea Klinik. Isenburger Land. So, die Kurve ist gut machbar mit dem Solobus. Aber auch mit dem Gelenkbus denke ich mal kein größeres Problem. Da ist, glaube ich, die Ausfahrt an der Rea-Klinik schwieriger. Ich weiß jetzt echt nicht, wie weit das noch ist. Ihr wartet auf die andere Richtung, denke ich mal dann, wenn ihr nicht mit wollt. Richtung Fredeberger Markt. Gucken wir mal, Rea-Klinik. Ah, also noch 9 Minuten. Ja, das kommt hin. Das passt doch gut. Also, ich war schon, habt ihr schon freigegeben. Hier muss man wirklich gucken, dass die Straße auf beiden Seiten frei ist, weil die Ausfahrt ist eng. Nächste Haltestelle, Isenburg.
Tja, das war so das, was zum ÖPNV so gesagt werden sollte. Aber da kann man auch viel, viel mehr drüber sprechen. Es wird immer wieder darauf hinauslaufen. Dass die Finanzierung einfach schwierig ist. Was ist das denn jetzt hier? Wollt ihr fahren, ja? Da kann ich mich auch fahren. Ja, also dass die Finanzierung vorne und hinten nicht stimmt. Und es geht mit den Projekten, die ich genannt habe, auf die James mich hingewiesen hat, in die richtige Richtung, aber eigentlich muss da noch viel mehr passieren. Zum Beispiel das Parken in der Innenstadt so teuer machen, dass es sich für Autofahrer nicht mehr lohnt. Aber die beschweren sich ja dann. Eigentlich muss man dann das Autofahren durch die Innenstadt vielleicht auch, aber auch vor allem das Parken in der Innenstadt teurer machen und gleichzeitig vielleicht Parkmöglichkeiten außerhalb der Innenstadt geben, die günstiger sind und dann mit einem Ticket in die Innenstadt hinein verbunden sind. Auch da wird es in Gelsenkirchen im Moment versucht. Da hat man den Fahrten der 302 zwischen Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Burgrathaus auf 5 Minuten, also auf einen 5-Minuten-Takt verringert. Hat einen großen Parkweitplan, was ich glaube sogar in der Nähe der Arena einfach eingerichtet. Dann kann man dort tatsächlich für einen Preis, ich glaube 1,50 € oder 1,70 €, ich glaube also irgendwas so um die Kurzstreckentarif herum. Kein Unfall. Naja. Okay. Ja, also auf jeden Fall zu einem Kurzstreckentarif oder auch vielleicht auch noch günstiger. Jetzt habe ich den Motor ausgemacht, ich Depp. Naja. Eingerichtet. Und dass man dann damit dann parken und in die Innenstadt fahren kann. Das ist eine Sache, die sich lohnt. Einmal abgesehen davon, dass dafür anscheinend Straßenbahnfahrer da sind, aber deswegen nicht genug Straßenbahnfahrer da sind, um die Projekte auf. Die ist mal in Nimbus gelaufen, das habt ihr gesehen, ne? Da im Spiegel. Dass dafür halt nicht genug Straßenbahnfahrer für das neue Straßenbahnnetz 2020 in Bochum vorhanden sind. Das war auch wieder so eine Sache, klar, beides hat so seine Berechtigung. Da fehlen halt Straßenbahnfahrer. Guten Tag. Guten Tag. Aber das ist auch immer so der Punkt. Straßenbahn lohnt sich halt auf die Dauer eigentlich mehr als ein Bus. Aber da bei den Finanzierungen ja meist nur auf kurze Dauer geguckt wird, auf kurze Zeiträume, lohnt sich natürlich in kurzen Zeiträumen ein Bus mehr. Aber es ist ja eigentlich nicht so, dass man sagt, okay, wir richten jetzt eine Buslinie da ein. Die richten wir für 2 Jahre da ein. Macht man normalerweise ja nicht. Aber das war so in den 70er, 80er Jahren eigentlich so die große Fehlleistung, wo man gesagt hat, Vorrang dem Individualverkehr und hier noch eine Autobahnanschluss und hier noch eine zweispurige Straße und ach, die Bahn, die kann ja im Tunnel fahren. Hat ja in London auch geklappt. Oder in anderen großen Städten, warum nicht auch bei uns im Ruhrgebiet? Ja, warum nicht? Weil das eine
vielleicht über 50, 60 Jahre gewachsen ist und bei uns das alles in einem Zeitraum von 10 Jahren versucht wurde. Guten Tag, Herr Busfahrer. Naja. Alles Fehlentscheidung, heute wird man das wahrscheinlich komplett anders planen. Halbe Höhe. Aber jetzt müssen wir damit kämpfen, was so früher geplant wurde. Durchgesetzt wurde. Das ist das, was ja bleibt. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir das Beste draus machen. Dort schnellstmöglich halt die Voraussetzungen so schaffen, dass es sich lohnt, Bus und Bahn zu fahren. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich meine Semesterticket nicht hätte, dann würde ich auch nicht so viel Bus und Bahn fahren, wie ich es mache. Weil es einfach zu teuer ist. Hallo! Ich meine, mit einer Monatskarte vielleicht, aber die wird ja auch jährlich teurer. Ob ich die jetzt im Abo habe oder nicht. Sind ja vielleicht 2-3 Euro, die da einen Unterschied machen. Nächste Haltestelle. Vereinsstraße. Naja. Ist halt jetzt so. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und gucken, ob ich da wieder irgendwie Denkfehler drin habe oder an Informationen, die mir nicht bewusst war. Dann schreibt das ruhig in die Kommentare. Korrigiert mich da, falls ich da irgendwo falsch liege. Also mit dem, was ich an die Helden gebracht habe, nicht mit meiner Meinung. Da kann ich natürlich sagen, die ist kacke, aber kann ich nicht sagen, die liegt mit meiner Meinung falsch. Oh, das jetzt naja. Schau wieder. Ich will mal zum Arzt gehen. Ja. Ich hatte auch ein ganz gutes Thema, was ich jetzt, womit ich jetzt 2 Folgen füllen konnte, angesprochen, denke ich mal. Keiner mehr mit. Das ist nett, dass du da schon mal da ganz hinten gewartet hast. Hätte sie nicht gewusst. Lieber Autofahrer, das hättest du nicht gewusst. So, dann haben wir das ja doch ganz gut über die Runde gebracht. Eschenburg, Altstadt. Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Das ist richtig. Wir sind jetzt gleich am Ende. Und ich bin pünktlich zum Beginn von James' Livestream auch da. Teamspeak. Dann ist ja alles gut. Auch eine schöne Endstation hier. So. So, dann können wir den Scheibenwischer ausmachen. Licht können wir auch so lange ausmachen, solange wir Pause machen. Das ist auch schön. Wie der das hier jetzt gebaut hat. Na gut. Also, wie gesagt, schönes Repaint, aber irgendwie passt das bei meinem Bus nicht so ganz, weil der hier diesen Anzeigebug hat. Keine Ahnung, was der macht. Fehlt, ob da irgendein Skript nicht richtig läuft. Oder? Ist mir auch egal. Wenn dann jemand eine Idee hat, dann soll das bitte sagen. Wenn nicht, dann auch gut. Wir sehen uns, wenn alles gut läuft und ich das richtig gerichtet habe, am morgigen Freitag wieder zu einer neuen Folge um C2 und dann sollte es weitergehen auf der Linie 184. Die Richtung überlege ich mir noch. Vielleicht auch beide. Mal gucken. Ich komme erst am Donnerstag wahrscheinlich wieder zum Aufnehmen, aber das sollte ja kein Problem sein. Also, bis dahin.
Macht euch noch eine schöne Zeit und tschüss.